Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 28, April 2023. Richard Strauss, Arabella, hieraus der fünfte Takt nach Ziffer 39 im ersten Akt. In Arabella geht es um die Titelfigur, eine Tochter aus vornehmem, aber verarmtem Hause. Der Vater hat im Spiel das Vermögen durchgebracht und nun muss Arabella einen reichen Mann heiraten, um die Familienfinanzen zu sanieren. Dieser Mann taucht auch im Laufe des Stückes auf. Es ist dann Mandrika, ein reicher Großgrundbesitzer aus Kroatien. Und er erzählt von einem Brauch. Bei ihm zu Hause sei es üblich, dass die Braut zur Bestätigung der Liebe dem Bräutigam ein Glas klares Wasser auf einem Tablett überreicht. Das passiert dann am Ende dieser Oper auch. Es ist ein großer, sehr vielleicht kitschiger Moment, aber es ist ein Moment, der eben auch für den Charakter dieses Stückes steht, das schon so ein bisschen eine, ja, genau, so, eine Wiener Walzerseligkeit beschwört, aber eben auch eine leicht morbide Walzerseligkeit. Die Stelle selber spiele ich Ihnen einmal vor. Es geht also um diese ganz kurze Figur oben und so weiter. In den drei Flöten und in drei solistischen ersten Geigen. Und diese Passage wird in Terzparallelen gesetzt und Sechsparallelen von Strauss. Eine typische Technik, um einer Melodie etwas mehr Süße, etwas Weiches, Rundes zu geben und zugleich die Grundtonalität zu stabilisieren. Was Strauss aber hier macht, ist etwas Besonderes. Ich habe das Ganze hier mal in drei Stimmen aufgeschrieben und wenn man sich nur die ersten drei Töne anguckt, dieses F, H, D, das kann man ganz einfach funktionsharmonisch als Kadenz hin zu F-Dur hören mit einer G-Dur-Doppeldominante, einem dominanten Septonakkord auf C-Dur und dann löst sich das nach F auf. Ja, genau. Und was Strauss hier aber macht, ist, dass er hier unterhalb dieses Hs das G zu einem Gis hochalteriert und das D zu einem Dis. Und dadurch kommt in diese eigentlich stabile harmonische Umgebung etwas Instabiles rein. Hier wird ein G-Dur zu einem Gis-Moll-Akkord auf einmal umgedeutet. Man kann das funktionsharmonisch sicherlich auch mit einer Ellipse oder mit einer Ausweichung oder einem Trugschluss erklären. Auf engstem Raum passiert aber etwas vom Klangeindruck her, was dieser Walzerseligkeit eine irgendwie instabile, um nicht zu sagen morbide, unterschwellige Basis gibt. Hier ist eben das K.O.K.-Reich, die Walzerwelt des 19. Jahrhunderts, nicht mehr heil und intakt. Ich spiele Ihnen mal das ganz langsam vor, wie es klingen könnte und wie es dann klingt. Man stellt sich vor, das wäre sowas hier. Bei Strauss klingt es aber so. Dann geht das hier so noch, löst sich da dann so weiter auf und geht dann so weiter und so fort. Also, wenn Sie Fragen haben, Entschuldigung, einen Moment. Ich muss da mal was klären. Wenn Sie Fragen haben, takt@deutscheoperberlin.de.